Hallo, ihr sucht ein Stück Portugal weit ab vom Tourismus? Ja, dann seid ihr bei mir genau richtig. Mein Name ist Uwe Schemionek, ich wohne seit 1993 permanent an der Algarve und biete die verschiedensten Wanderungen oder aber auch Naturausflüge an. In diesem kleinen Video geht es um die Sehenswürdigkeiten der Algarve und ich möchte euch heute den ehemaligen Kurort Caldas de Montchique vorstellen. Der Ort liegt ca. 20 Kilometer nördlich von Portimão, aber jedoch 4 Kilometer vor der Ortschaft Montchique. Wir beginnen den kleinen Rundgang durch Caldas de Montchique auf dem Parkplatz vor diesem ungewöhnlich aussehenden Haus. Hier gehen wir zunächst bergauf auf eine kleine Kapelle zu. Oben rechts am Hang fällt mir dann ein ungewöhnlich angestrichenes Haus auf. Über diese kleine Holzbrücke gelangen wir dann zur Kapelle. Oberhalb der Kapelle verläuft die N266, die Hauptverkehrsstraße. Wir gehen wieder zurück über diese kleine Holzbrücke, um uns nun dieses baufällige Holzhaus, welches auf einem Natursteinsockel gebaut wurde, anzuschauen. Da es aber dort nichts Schönes zu entdecken gibt, begehen wir links von dem Haus den kleinen Erdweg. Ein paar Meter weiter entdecken wir dann diesen Eukalyptusbaum, der über unserem Weg gewachsen ist. Wir befinden uns nun oberhalb von dem kleinen Parkplatz und genießen diesen wunderschönen Blick. Folgen nun diesem hübschen Erdweg und kommen an diesem Wassertank vorbei. Hier geradeaus befindet sich nun die Parkanlage. Es ist wunderbar schattig hier, man hört die Vögel zwitschern und Wasser plätschern. Diesen Quellen hier werden die wunderbarsten Heilwirkungen nachgesagt. Zum Beispiel bei regelmäßiger Anwendung oder Gebrauch soll man sich verjüngen, also ein Verjüngungswasser. Aber am besten ist, ihr probiert es selber einmal aus und macht eure eigenen Erfahrungen. An diesem eingefassten kleinen Fluss hat man mehrere schöne kleine Picknickplätze errichtet. Im Sommer werden diese sehr gerne genutzt, denn hier ist es immer angenehm kühl. Und es ist eine wunderbare, nette Atmosphäre hier. Wir gehen nun bergab an diesem kleinen eingefassten Fluss vorbei und gelangen zu dem Hauptplatz. Die eingelassenen Holzstämme vor der Tasca sehen sehr interessant aus und laden zum Sitzen ein. Dieser alte Dorfbackofen ist heutzutage noch in Betrieb und wird von der Tasca gegenüber genutzt, um frisches Brot und Brötchen zu backen. Nun ein kleiner Rundumblick von diesem Hauptplatz. So ein Telefonhäuschen sieht man heute nicht mehr allzu oft. Wir gehen weiter links von dem Telefonhäuschen und rechts von dem Platz mit dem Platan zu den dahinter und tiefer gelegenen Häusern. Wir gelangen zu einer großen rötlich-braun angestrichenen Terrasse oberhalb der Mineralwasserfabrik und bewundern diesen wunderschönen Bewuchs hier. Nachdem wir das alles auf uns wirken gelassen haben, gehen wir zurück zum Platz der Platanen, überqueren diesen und gelangen letztendlich zum Ausgangspunkt von unserem schönen kleinen Rundgang. Und zu diesem Aussichtspunkt da oben solltet ihr auf jeden Fall mal hingehen. Denn von hier oben hat man einen wunderbaren Rundumblick. Musik.
Dieses Gebäude dort war mal eine Grundschule. Sie ist verschlossen und aufgegeben, weil es keine Schüler mehr gibt. Wie ihr ja nun selber gesehen habt, solltet ihr euch diesen Blick von hier oben auf keinen Fall entgehen lassen. Und wenn man hier auf diesem Aussichtspunkt steht, kann man auch wunderbar erahnen, mit welchen Steigungen man bei anderen Wanderungen hier in der Serra de Montjuïc zu rechnen hat. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr zur Algarve wissen möchtet, dann schaut ruhig mal auf meinem Blog vorbei, denn dort findet ihr nicht nur Beiträge zum Wandern. Ich wünsche noch viel Freude bei eurem Portugal-Algarve-Urlaub. Euer Uwe Schemionek.